Ich darf Ihnen jetzt eine junge Frau vorstellen, die ich auch für sehr außergewöhnlich halte. Unser Gespräch, das nun folgt, wird auch aufgezeichnet für die Sendung Im Gespräch und Sie können es dann am 9. September um 21 Uhr und am 10. September um 16.05 Uhr in der Sendung Im Gespräch auf Radio Österreich 1, Ihrem Lieblingssender, hören. Ich möchte Ihnen jetzt ein Motto geben für unser Gespräch. Und zwar dieses Motto heißt, seid umschlungen, Millionen. Und da können Sie sich jetzt überlegen, was Sie damit meinen. Die Millionen und Milliarden Menschen oder die Millionen, die gewisse Menschen auf diesem Planeten besitzen. Ich und Sie gehören nicht dazu. Herzlich willkommen also zu einer ganz besonderen Begegnung mit einer ganz besonderen Frau, deren Namen, nämlich Familiennamen, auf interessante Weise Auskunft darüber gibt, was ihre Lebensaufgabe ist. Sie heißt Marlene Engelhorn. Und wenn man ihr Tun und Denken betrachtet, dann ist sie genau das vielleicht, ich hoffe es, ein Engelhorn. Ein Engel, der was rausposaunt. Eine, die etwas ausruft und die etwas besprechen möchte in erster Linie. Das ist es, was Marlene Engelhorn möchte, etwas besprechen mit der Folge, dass sich etwas verändert. Es ist existenziell für unsere Gesellschaft und es ist existenziell für unsere Welt. Und daher bitte ich Sie mit einem schönen Applaus Marlene Engelhorn zu begrüßen. Marlene, guten Morgen. Ja, Frau Engelhorn, also wir haben uns so geeinigt, wir sind beides Frauen, die nicht gerne gleich von Anfang an geduzt werden. Wir sind altmodisch. Wir sagen Marlene und Sie und Renata und Sie. Und das werden wir auch in diesem Gespräch so halten. Liebe Marlene, Engelhorn, tatsächlich. Haben Sie darüber schon mal nachgedacht, über dieses Engelhorn? Ja, tatsächlich. Ich weiß aber nicht, ob ich es je so schön hätte sagen können wie Sie. Wahrscheinlich wird das dann auch Eigenlob und sehr unsympathisch. Genau, es kann natürlich auch in die Ecke der Selbstüberschätzung gehen, ja. Aber auch vielleicht eine Aufgabe sein. Ja, ich denke, jetzt kann ich ab jetzt sagen, der Name ist Programm. Der Name ist Programm. Und darauf verweisen. Ich möchte an den Anfang unseres Gespräches ein Zitat stellen. Das Zitat habe ich aus diesem wunderbaren Buch, das leider nicht draußen am Büchertisch liegt, aber das Sie sich aufschreiben können. Es heißt Überreichtum, wurde geschrieben von Martin Schürz, seines Zeichens Ökonom und Analytiker, lebt in Wien. Und Überreichtum ist ein Buch, das sich interessanterweise auf sehr, ohne zu werten, auf eine Art ohne zu werten, mit Überreichtum und überreichen Menschen beschäftigt und vor allem auch mit dem Gefühlsaspekt, der bei Reichtum, Überreichtum und dem Denken über Reichtum auch vorhanden ist. Und ich zitiere aus diesem Buch eine Stelle aus dem Roman Junger Mann aus reichem Haus aus dem Jahr 1925 von Francis Scott Fitzgerald, dem amerikanischen Autor. Und nun zitiere ich: Lassen Sie mich von den wahrhaft reichen Leuten erzählen. Das sind keine Menschen wie Sie oder ich. Sie besitzen und genießen früh und das verändert sie, macht sie weich, wo wir hart sind, zynisch, wo wir zuversichtlich sind und das auf eine Art, die man nur schwer begreift, wenn man nicht selbst im Reichtum geboren ist. Sie halten sich aus tiefster Überzeugung für etwas Besseres als wir, weil wir erst einmal selbst entdecken mussten, wie man sich im Leben einrichten und schadlos halten kann. Sie mögen noch so tief in unsere Welt einsteigen oder gar unter uns herabsinken, so glauben sie dennoch, etwas Besseres zu sein als wir. Sie sind eben anders. Und jetzt frage ich Sie natürlich, Frau Engelhorn, fühlen Sie sich da beschrieben, fühlen Sie sich da angesprochen oder fühlen Sie
die Menschen, die Sie kennen, entweder so wie ich aus den Medien oder privat, die überreich sind, beschrieben? Ich glaube, das ist weder eine absolute Ja- noch eine absolute Nein-Antwort. Ich kann dem auf jeden Fall zustimmen, weil es ja in meiner Erfahrung zumindest vielschichtiger ist, wenn es darum geht, wo gehöre ich dazu. Ich bin ja nicht nur reich, ich bin andere Dinge auch. Aber wenn ich reich bin, dann bin ich das auf einer individuellen und auf einer strukturellen Ebene. Und es ist schon so, dass ich in Strukturen hineingeboren wurde, die mir ein Weltbild mitgegeben haben, das sich tatsächlich so beschreiben lässt. Und es ist wahnsinnig problematisch, wenn diese strukturellen Gegebenheiten sich in der Persönlichkeit niederschlagen, dann kommen wir eben zum Zynismus, zur Selbstüberhöhung und Selbstüberschätzung. Und in Wahrheit zeigt sich da ja auch ein Mangel an Austausch mit anderem, was ich bin und was andere sind und wer andere sind. Und wenn ich diese Distanz und diesen Austausch nicht in Einklang bringe, dass ich das nutze und zuhöre und lerne, dann bin ich gefangen in dieser Beschreibung und bleibe es. Und es ist für viele Menschen, die ich kenne, sei es persönlich, sei es, wie Sie gesagt haben, über die Medien zum Beispiel, meiner Ansicht nach oft eine Schwierigkeit, in eine Beziehung und in einen Austausch zu treten, die einem auch rückspiegeln, wenn man zynisch ist und sich überhöht und die einen einladen, das kritisch zu hinterfragen und zu schauen, wo diese Zusammenhänge sind. Und das führt wieder zum Persönlichen und zum Strukturellen. Wir sprechen ja auch, weil Globart das Thema hat, Leben macht Sinn. Wir sprechen ja auch über Sinn in diesem Gespräch jetzt. Und die deutsche Philosophin Ariadne von Schirach hat gesagt, Sinn ergibt sich da, wo man sozusagen seinen Platz in der Welt findet und auch in Verbindung bleibt mit den anderen Menschen. Das heißt, in dem Moment, wo ich als kleines Kind schon vermittelt bekomme, ja, ich Marlene oder ich Josef oder ich weiß nicht wer, bin etwas Besseres. Auf was gründet sich das eigentlich? Fragt da ein Kind eigentlich nach, warum bin ich eigentlich was Besseres als die anderen? Das heißt, schon als kleines Kind, man lernt sich von der Gesellschaft abzuheben. Kann das nicht sein, dass man dadurch auch eine Art von Sinn für den Sinn verliert? Ja, ich glaube, das Perfide ist die stille Selbstverständlichkeit, in der man sich bewegt. Also in meinem Fall auf jeden Fall. Es ist selbstverständlich, in welche Schule man geht, wo man wohnt, wie man wohnt, mit wem man spricht, mit wem nicht und wer einen irgendwo bedient. Können Sie es mal konkret machen, Frau Angelhorn, aus Ihrem eigenen Leben? Ich bin in einer großen Villa aufgewachsen. Ich bin in einen privaten Kindergarten und eine private Schule gegangen und ich bin natürlich dort immer nur umgeben von Menschen, die genau diese Realität teilen. Und wir teilen diese Selbstverständlichkeit, als wäre sie eine. Es ist aber keine. Es ist nicht selbstverständlich, in einer Villa aufzuwachsen. Es ist nicht selbstverständlich, in einen privaten Kindergarten zu gehen und so weiter und so fort. Und Austausch ist immer auch ein Ausbruch aus diesen vermeintlichen Selbstverständlichkeiten, auf die wir uns in Wahrheit nicht verlassen können. Und das ist ja auch die Zumutung der Beziehung, sich permanent auf etwas einzulassen, das ich nicht greifen kann, weil es ein anderes ist. Jetzt muss man natürlich unterscheiden zwischen aufgewachsen in einer Villa und der Frage, was hat sich denn in dieser Villa abgespielt? Aufgewachsen in einem privaten Kindergarten, was habe ich denn da gelernt? Aufgewachsen in einer Privatschule, in Ihrem Fall war es das Lycée Français in Wien. Also wer will, kann mit Frau Engelhorn auch fließend Französisch sprechen. Was hat sich denn dort abgespielt? Abgespielt im Sinne einer Wärme, Verbundenheit, Sinngebung, dem Gefühl, ich bin gut so, wie ich bin, Werte. Also ich habe schon eine sehr warme Erziehung genießen dürfen und bin dafür auch dankbar. Es ist natürlich Hickhack überall und so. Aber ich glaube wirklich, was fehlt, ist eine, also zumindest mir gefehlt hat und das ich auch erst erfahren habe, als ich begonnen habe zu schauen, okay, jetzt tausche ich mich mit dieser Person aus und die kommt mit anderen Lebensrealitäten daher als ich, zu schauen, wer tickt gar nicht wie ich, das kann ich nicht erfassen, wenn ich nur umgeben bin von Menschen, die ticken wie ich. Und ich kann nur so ticken, ich kann nur in diesem Gleichklang sein und lerne einen Gleichklang. Und in Wahrheit bin ich in keiner Auseinandersetzung mit meiner Umgebung, nicht einmal
mit meinem eigenen Zuhause, weil diese Selbstverständlichkeit so unterschwellig ist. Es ist normal, dass es Kindermädchen gab. Es ist normal, dass es zwei Putzfrauen gab. Es ist normal. Es ist so. Warum ist es bei anderen nicht so? Die haben halt vielleicht keine Lust darauf gehabt, darüber nachzudenken, dass das damit nichts zu tun hat, kommt wesentlich später und hingewiesen wird man darauf jetzt nicht, wenn man sehr klein ist. Das heißt, diese Frage, wann kam diese erste Frage, wo Sie die Dissonanz zwischen Ihrer Selbstwahrnehmung, mit der Sie aufgewachsen sind, und der Wahrnehmung der anderen, von denen Sie dann doch in einem wahrscheinlich jugendlichen Bewusstsein umgeben waren, diese Frage, die sich dann gestellt hat? Oder an wen wurde diese Frage gestellt? In Ihrem konkreten Fall? Ja, also ich weiß, dass ich eine sehr bequeme Jugend hatte und entsprechend wenig nachgedacht habe über viele Dinge. Das spricht jetzt nicht für mich, aber es ist wahr. Und also es gibt diesen Spruch, Comfort kills creativity, also der Komfort oder die Bequemlichkeit tötet die Kreativität, aber halt auch im Denken und im Austausch. Und ich denke, für mich war es wirklich der Eintritt mitunter in die Universität, die eine öffentliche ist, weil ich an der Uni Wien studiere, nach wie vor, muss man dazu sagen. Das hat geholfen, viel mehr als meine Umgebung. Die hat das nicht so gewährleistet. Das war auf Schiene und das war mit Scheuklappen versehen und die mal, also absetzen werde ich sie nie können, schätze ich. Aber ich kann sie aufreiben und hoffen, dass ich durch den Rest Stoffgitter, der vielleicht verbleibt, auch ein bisschen meinen Blick weiten kann. Sie empfinden es selber, dass Sie Scheuklappen auf dem Kopf haben? Sie, ja, Privilegien-Scheuklappen. Können Sie die beschreiben? Naja, selbstverständlich, ja, wenn du ein Problem hast, dann geh doch dorthin und lass es dir von einem Anwalt, einem Zahnarzt, einem Finanzberater richten. Und dann kommt irgendwann wirklich einmal jemand und sagt, na hör mal, ich kann mir das nicht leisten. Ups. Und das ist das erste Mal, wo man feststellt, hinter all dem steckt in Wahrheit ein Vermögen, und zwar im Wortsinn, jetzt nicht nur Geld, also das am Konto herumliegt oder wo auch immer, sondern die Selbstverständlichkeit hinzugehen und sagen, richte mir das, und dann ist es ein Freundschaftsdienst, der wer hat, dem wird gegeben. Oder ich habe mit einer Selbstverständlichkeit von einem Anwalt geredet, wo andere sich gedacht haben, wo hast du den her? Und ich so, na, den haben wir halt, der gehört zur Familie, zur Erweiterten. Oder, und dann diese und jene BeraterInnen, man hat ja dann unglaublich viele, und die sind einfach immer da und richten einem alles. Man muss sich nicht selber bemühen. Es passiert einfach. Schiene, selbstverständlich, Komfort. Und weil wir über Sinn reden heute, Marlene, haben Sie in diesem noch nicht geöffneten Blickfeld, das sich erst an der Uni, wie Sie sagen, geöffnet hat, haben Sie in diesem Leben mit diesem, können wir jetzt sagen, vielleicht beengten Blickfeld, vielleicht auch nicht, denn man sagt ja, reiche Menschen haben auch mehr Sinn für die Welt oder so, auf das kommen wir noch, haben Sie in diesem Blickfeld Sinnerfahrungen gemacht? Also Sinnerfahrungen. Ich fand es sehr spannend zu betrachten, das hatten wir auch vorher in dem wunderbaren Vortrag von Ariadne von Schirach gehört, dass Konfliktmomente, Krisen, Zuspitzungen uns erst in diese Erfahrung, also nicht alle und nicht ausschließlich, aber sehr viele und sehr oft hineinbringen, mit Sinn uns auseinanderzusetzen. Und zumindest bei mir war es auch so, dass der Konfliktmoment in der Beziehung zu anderen Menschen, herauszufinden, dass meine Selbstverständlichkeiten keine sind und was das über mich aussagt und was das auch bedeutet in meinem Tun, da kamen dann erst die ersten Reflexionen zum Sinn. Und Sinn finden ist für mich etwas, das verknüpft ist mit, Sinn finden ist etwas, das für mich verknüpft ist mit dem regelmäßigen Austausch mit anderen. Und das hat schon begonnen vor der Universität, aber da ist für mich dann dazu gekommen, ach Moment, mein individueller Reichtum ist verknüpft mit einer strukturellen Armut, einem strukturellen Prekariat. Wie sinnvoll ist es, reich zu sein? Was habe ich davon, wenn es Menschen gibt, die nichts haben, die elend sind und der Groschen fällt, aber er fällt durch Sirup, es hat ewig gebraucht. Ich bin 29, ich hätte schon viel früher aktiv werden können. Und das ist eine Frage von Sinn ist etwas, was man teilen kann, und wie wollen wir teilen, ist eine Frage, die für mich verknüpft ist mit, wo erfahre ich Sinn und wie. Der Schriftsteller Ilya Trojanow hat mir letztens eine Geschichte erzählt. Er ist durch Afrika gereist, durch Kenia,
und hat sehr alte Leute interviewt, die noch die Zeit in Kenia vor der Kolonialisierung kannten, und hat sie gefragt, mit welchen Werten sie aufgewachsen sind. Und dann hat ein alter Mann ihm gesagt, in seinem Dorf sei es so gewesen, dass man immer die Frage gestellt hat, was hast du davon, wenn du nicht hungerst, während das ganze Dorf hungert? Und Ilya Trojanow hat das als Beispiel dafür genommen, wie sozusagen der Blick auf unsere Welt so eingefahren ist, dass es andere Denkmöglichkeiten oder andere Denkansätze gar nicht mehr gibt. Also was hat Marlene Engelhorn davon, wenn sie reich ist, wenn andere Menschen arm sind? Und das stellt uns ja gleich wieder in diese Frage, Sinn ergibt sich aus der Gemeinschaft oder nicht? Fragezeichen. Ich würde das spontan auf jeden Fall bejahen. Sinn ergibt sich aus der Gemeinschaft. Was habe ich davon, mal ganz allein zu sein? Dann bringt mir überhaupt nichts irgendwas. Also wenn es niemanden außer mich gibt, wofür? Wüsste ich jetzt nicht konkret spontan zu beantworten. Das heißt, nur sobald ich in Beziehung trete und wie ich diese Beziehungen gestalte, ergibt sich für mich eine Möglichkeit, mich mit Sinn auseinanderzusetzen. Und ich denke mir, es ist sehr seltsam auch, ganz viele Menschen, die sehr viel Vermögen haben, haben ja auch die seltsame Angewohnheit, sich wahnsinnig bescheiden geben zu wollen. Man darf nicht auffallen. Also es gibt auch die anderen, die sehr gerne auffallen, fast ehrlicher, finde ich. Und die dieses Geld dann in ihren Depotkonten und wo auch immer haben, Immobilien, was weiß ich, Vermögensanlagen halt. Und in Wahrheit sind dann diese Anlagen und diese Konten wahnsinnig reich und diese Menschen nicht. Und diese Menschen nutzen diesen Reichtum nur, um Vermögen im Wortsinn, die Möglichkeit, alles zu verkonsumieren, wenn sie denn wollten. Alles zu besitzen, wenn sie denn wollten. Nach allem zu greifen, die Möglichkeit haben. Und nicht, also die Macht, ja. Und nicht unbedingt die Sachen selbst, weil das erschöpft sich nach einer gewissen Weile. Und ich denke mir, was ist der Sinn? Wofür soll ich mehrere Millionen besitzen? Wofür? Was bringt es mir? Und ich komme auf keine sinnvolle Antwort. Also, ich sehe das nicht ein. Ich muss sagen, dass ich jetzt gerade, als ich Ihnen zugehört habe, zum ersten Mal diesen Wort Sinn, wir kommen immer wieder zum Sinn, Vermögen. Das gibt mir die Möglichkeit, etwas zu tun. Und jetzt sagen Sie, viele reiche Menschen, nicht alle, das wissen wir, sehen die Möglichkeiten gar nicht. Sicher ist, dass arme Menschen vieles nicht vermögen. Ja, und dieses Klammern an die Macht und dass man die nicht abgeben kann. Die potenzielle Macht. Die potenzielle Macht, aber auch die tatsächliche Macht, die strukturelle Macht, allein weil man könnte, das ist sein Leben im Konjunktiv. Allein weil man könnte, ist man in dieser gehobenen Schicht, was auch immer das heißen soll. Und das nicht zu teilen, ist ja auch eine Absage an die Demokratie. Und das ärgert mich maßlos. Mhm. Weil die Demokratie ist ja bereits unsere Antwort auf die Machtfrage, bedeutet aber auch, dass wir uns alle, und das gilt besonders für Menschen wie mich, die mit Vermögen und oder Klassenprivilegien daherkommen, dass wir uns mal darauf besinnen müssen, was ist eigentlich meine Rolle und mein Platz? Ich habe eine Stimme, das war's, eine. Aber in Wahrheit ist das nicht der Fall. Meine Stimme ist mehr wert als ihre. Ich kann mir meinen Einfluss kaufen, wenn ich ihn will. Die Politik, die Medien und die Wirtschaft auch. Es ist sehr käuflich alles und das wissen wir, sonst gäbe es keine Fragen von Lobbyarbeit. Wie gut ist das? Wollen wir das und nicht? Aber die Antwort haben wir. Wir wollen es nicht. Wir wollen Demokratie. Wie machen wir es? Sie haben mir mal erzählt in einem unserer vielen Gespräche der letzten Wochen, dass es de facto so ist, dass Ihre Familie, da haben Sie jetzt eine bestimmte Person erwähnt, sagen kann, mir ist das zu laut, der viele Verkehr hier vor meinem Haus und das möchte ich jetzt nicht. Ja? Das heißt, es geht ja in sehr konkrete Details, wenn ich jetzt nicht mal von den großen Dingen spreche. Welche Erfahrungen haben Sie dann noch gemacht? Ganz grundsätzlich, dass die meisten, sobald es darum geht, Macht abzugeben, das schon mal nicht zugeben wollen. Darüber redet man nicht. Man hat dann immer irgendwelche anderen Diskussionen, die man führt, die man vorschiebt. Und am allerliebsten, weil ja unser ökonomisches System so ziemlich alles sich einverleibt, mit einer unglaublichen Effizienz, ist es dann so, dass man sagt, ja, ich kann es ja besser. Ich kann es ja besser, ich kann besser wirtschaften als der Staat, also gebe ich ihm nichts. Ich profitiere permanent vom Staat, aber ich gebe ihm einfach nicht gern was. Ich gebe ihm auch, wenn man jetzt zu den obersten Prozent gehört, wie ich, gerne am allerwenigsten im Vergleich zu allen anderen, weil ich kann es ja besser als alle anderen mit dem Geld. Weil ich habe es ja
Und das bedeutet, ich muss es können. Aber das ist Quatsch. Ich werde nicht hineingeboren in eine Finanzkompetenz. Ich habe mir das aneignen müssen, ich habe einen Kurs besucht und was weiß ich was nicht alles. Ich verstehe nach wie vor nicht annähernd so viel, wie ich gern würde. Komme aber immer mehr allerdings darauf, aus anderen Gründen. Das ist richtig. Aber wir kommen darauf noch. Ja? Ah, gut, dann werde ich nichts vorwegnehmen. aber es ist ganz schräg. Und diese konkreten Beispiele von, ich hätte nicht gern diese Straße vor meinem Haus, deswegen zahle ich keine Vermögenssteuer gern, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Als hätte man ein Mitspracherecht, wo Straßen zu bauen sind. Hat man aber. Als hätte man. Sie waren in den letzten Monaten ja sehr viel in den Medien unterwegs, also wurscht ob Zeitung oder Fernsehen, in Österreich und auch in Deutschland. Ich habe Sie bewundert auf Arte, glaube ich, war es. Arte kommt noch. Nee, ZDF war es, genau. Und zwar ist das, seit Sie gesagt haben, ich werde Millionärin werden und das gefällt mir eigentlich nicht und bitte, bitte besteuert mich, denn ich möchte hier meinen Beitrag zu dieser Gesellschaft machen. Damit machen Sie das Gegenteil dessen, Marlene, was reiche und überreiche Menschen normalerweise machen. Oder zumindest, was man reichen oder überreichen Menschen unterstellt, dass sie normalerweise machen. Sind Sie denn da auf einsamer Flur in der Klasse, in der Sie aufgewachsen sind, wenn Sie sich hinstellen und sagen, ich möchte das ganze Geld nicht, es steht mir nicht zu, ich habe dafür nichts gearbeitet und ich möchte den Großteil davon nicht verschenken, anders als in den Medien immer gesagt wird, wem wollen Sie Ihr Geld denn schenken, sondern Sie wollen es ja an, also sozusagen in die Strukturen zurückfließen sehen, durch Steuern. Also sind Sie auf einsamer Flur in Ihrer Klasse, wenn Sie hingehen und sagen, ich möchte bitte besteuert werden, wie es meinem Vermögen entspricht? Tatsächlich nicht, aber ich bewege mich wahrscheinlich in einer sehr kleinen Gruppe. Wir sind einige, wir bei Tax Me Now, der Initiative, wo ich aktiv bin. Tax Me Now, besteuert mich jetzt endlich. Genau, da sind wir tatsächlich einige, nicht alle gehen gerne in die Öffentlichkeit, aus Gründen, die man sich gut vorstellen kann, das ist viel Arbeit mitunter, das hatte ich tatsächlich unterschätzt, das ist auch manchmal unbequem, das habe ich mir erwartet. Aber ich glaube, viel wichtiger ist, dass wir uns nicht darauf verlassen dürfen als Gesellschaft und ich nehme mich da als wir ein, also ich gehöre zu dieser Gesellschaft und meinen Beitrag, den leiste ich innerhalb der Gesellschaft. Und man kann sich nicht darauf verlassen, dass reiche Menschen, überreiche Menschen von selber drauf kommen, dass sie teilen müssen, weil das Ergebnis, wenn man sich darauf verlässt, das sehen wir und das funktioniert nicht. Und das ist ja auch so, alle Menschen zahlen Steuern und leisten ihren Beitrag. Warum macht man eine Ausnahme bei jenen, die es sich leisten können? Das macht keinen Sinn. Mal wieder auf die Sinnfrage zurückkommen. Ich bin nicht allein, Gott sei Dank. Ich kriege Gegenwind, aber minimal, wahrscheinlich, weil man mich nicht so gut findet. Sie haben mich gefunden, das freut mich. Aber ja. Platon hat die Unterscheidung gemacht, schon Platon, also auch diese Frage, wie umgehen mit Reichtum, weil dieses Phänomen gab es offenbar immer schon in der Weltgeschichte. Platon hat unterschieden zwischen Reichen, guten Reichen, und Überreichen. Und überreichen Menschen hat er unterstellt, dass sie also sozusagen schlechte Eigenschaften haben, Gier und Geiz und Ähnliches und moralisch, also verwerflich sind. Aber den guten Reichen, die er sozusagen auch definiert hat, denen hat er gesagt, ja, die machen was Sinnvolles mit ihrem Geld. Können Sie mit dieser Unterscheidung gute Reiche, Überreiche, böse Reiche etwas anfangen? Ist die zielführend, diese Moralisierung? Da bin ich nicht sicher. Ich hüte mich davor, ein abschließendes Urteil zu fällen, aber ich glaube, ob jemand gut ist oder nicht, ist nicht etwas, was man sagen kann, bevor die Person nicht sehr viel schon getan hat und oder gestorben ist. Dann kann man vielleicht urteilen, letztgültig. Auch da schwierig. Ich glaube, viel interessanter ist zu schauen, die schwierigen Emotionen und Laster, die auch angesprochen sind, Gier, Geiz und dergleichen, sind in meinen Augen Resultat einer mangelnden Beschäftigung mit den anderen. Wenn ich nicht in Austausch gehe, wenn ich nicht in Beziehung trete, wenn ich mich nicht einlasse darauf, dass mir eine Kritik entgegenfliegt, die vielleicht gegen die Struktur gerichtet ist, jetzt aber an mir anklatscht und die berechtigt ist und die ich nehmen muss. Wenn ich damit mich nicht auseinandersetzen kann,
wenn ich mich einmauere mit meinen goldenen Zäunen und so, und die ziehe ich immer höher, weil die bösen Armen kommen und nehmen mir sonst was weg, ja, das ist auch ein furchtbares Bild, das ist auch etwas, was Persönlichkeiten beschreibt. Reiche Menschen, die sich distanzierend abgrenzen und Geld auch als Mechanismus nutzen, um diese Distanz aufrechtzuerhalten und sich nicht einzulassen, ihre Beziehungen zu regeln, ohne sie auf Augenhöhe respektvoll zu führen. Und ich glaube, das ist die viel interessantere Kategorie. Kann jemand eine Beziehung zu einem anderen Menschen, unabhängig davon, wie viel dieser Mensch besitzt, wer das ist, auf respektvoller Ebene führen, auf Augenhöhe, sich einlassen? Das ist eine Kategorie, mit der ich arbeiten kann. Und sinnvoller Reichtum, da kommt wieder hinein, das ist jemand, der seine Macht weise nutzt. Aber das ist nicht, wie wir unsere Gesellschaft strukturieren wollen, sondern wir wollen eine demokratische Gesellschaft. Und egal, wer in dieser Gesellschaft ist, darf mitsprechen. Also Philanthropie ersetzt nicht den demokratischen Prozess. Auf gar keinen Fall, ganz im Gegenteil. Zementiert Ungleichheit, also die Philanthropie zementiert Ungleichheit und zementiert Machtverhältnisse, weil es keine Möglichkeit gibt, Legitimität zu hinterfragen in der Philanthropie. Das geht in der Demokratie schon. Da gibt es Wahlen, die kommen regelmäßig, ja. Aber bei der Philanthropie nicht, zumal Ausmaße von einem Bill Gates zum Beispiel oder einem Jeff Bezos. Das ist ja ein Philanthrokapitalismus, der unerträglich ist. Wenn Menschen so viel Macht bündeln wie einzelne Staaten, ist das brandgefährlich und hat mit Neofeudalismus zu tun, also mit einem Herrschaftssystem, das sich nicht darum schert, wie es den vielen geht. Aber in Wahrheit sind wir eine Gemeinschaft der vielen. Das heißt, wir müssen uns darauf einlassen, egal wie mühsam das ist, das kriegen wir hin, mit den vielen zu sprechen, als einer von vielen. Sie haben vorhin dieses Bild in den Raum gestellt, man baut Zäune gegen die Armen, die einem was wegnehmen wollen. Und daraus folgt für mich die Frage, weil da geht es ja sozusagen, wenn ich mal vorverurteilen darf, um eine Verschiebung von Realitäten. Daraus ergibt sich dann natürlich die Frage an Sie, Frau Engelhorn, jetzt aus Ihrer eigenen Familiengeschichte, über die wir auch noch gleich sprechen können, oder auch ganz allgemein, kann ein Mensch reich werden, ohne das auf Kosten anderer Menschen zu tun? Ist es möglich, Reichtum, und zwar, also jetzt meine ich vielleicht auch Überreichtum, also etwas Wesentliches, um die Zahl mal in den Raum zu stellen, laut Forbes, denen man nicht immer glauben muss, dem Magazin Forbes, besitzt Jeff Bezos 190 Milliarden US-Dollar. Milliarden, also ich kann mir das ja gar nicht vorstellen, was das bedeutet. Ja? Also ist es möglich, Reichtum zu erwerben, Überreichtum, ohne das auf Kosten anderer Menschen zu machen, weil dann ist ja das Bild, dass der Arme dem Reichen etwas wegnehmen möchte, absurd. Weil das hieß ja, dass der Reiche erstmal dem Armen was weggenommen hat. Ja, das würde ich auch sagen. Also so wie unser Wirtschaftssystem funktioniert, in Wahrheit arbeitsteilig, so schlägt es sich aber nicht nieder in der Art, wie das, was erwirtschaftet wird, verteilt wird. Weil da gibt es jemanden, der sitzt im Chefsessel und macht die schönste Unterschrift unter das Papier und bekommt dafür seine x Millionen. Und dann gibt es die Personen, die stellen es her und die bekommen sie nicht. Und allein, dass das schon eine Tatsache ist, die beschreibend auf fast alle Unternehmen zutrifft, ist, zumindest im globalen Norden, wenn nicht überall, ist ein Riesenproblem. Und wir wissen, dass Unternehmen wie zum Beispiel Amazon strukturell Menschen und Umwelt ausbeuten und vernichten. Also nicht nur ausbeuten, da werden Menschen vernichtet. Und das als Legitimation für einen Überreichtum zu nehmen, ist in meinen Augen, ich kann es nicht nachvollziehen. Also ich kann es nicht verstehen, wie man das rechtfertigen kann. Und ich glaube, das ist auch der Punkt. Man muss es rechtfertigen, weil es ist nicht zu rechtfertigen. Man ringt um Erklärungen und Begründungen, warum es in Ordnung ist. Arbeitsplätze. Ich schaffe Arbeitsplätze. Ich schaffe Arbeitsplätze, weil der Staat keine schafft zum Beispiel. Weil Menschen sich nicht selbst organisieren können oder wie. Also das ist jetzt sarkastisch. Der Staat schafft schon die Arbeitsplätze. Genau. Und die Frage ist ja, warum lassen wir das zu? Woher kommt das? Und soweit ich das mitbekommen habe und mich einlesen konnte, ist es ja auch so, dass reiche Menschen in der Regel in der Einflussposition sitzen. Wie gesagt, die Stimme ist mehr wert. Früher mal beim Adel, das war noch recht transparent. Jetzt nicht mehr so transparent, aber wir wissen es ja doch irgendwie. Und ich kaufe mir meine Politik, vor allem mein Rechtssystem. Und besorge mir ein Rechtssystem, das mir zuträglich ist als reicher Mensch. Und dann beginnt so eine Art Wechselspiel.
Und das wurde auch sehr, sehr gut beschrieben in einem Buch, das ich mal empfehlen darf, von Katharina Pistor, Der Code des Kapitals, wie sich das einschreibt, diese Wechselwirkung von Herrschaft, von Reichtum und geltendem Recht. Das bedeutet, wir haben Strukturen geschaffen, die, ohne dass man einen bösen Willen haben muss, Menschen dazu befähigen, in einer Art Schleife Reichtum und Macht anzuhäufen. Und das ist ja auch interessant, es sind ja immer die gleichen. Es sind immer weiße Menschen, es sind fast immer Männer. Also auch bei den Superreichen sind Frauen eher die Ärmeren als die Männer. Sie sind eigentlich immer aus dem globalen Norden. Sag mal lieber die weniger Reichen als die Ärmeren. Hm? Ja, das ist richtig, die weniger Reichen. Danke. Und so geht es immer weiter. Also diese Privilegienstrukturen, diese Herrschaftsstrukturen ziehen sich in einem durch und sie verfestigen sich selber und sie bestätigen sich selber, aber sie berechtigen nicht. Jetzt gibt es natürlich die Unterscheidung zwischen altem Geld, das heißt Familien, die dann schon traditionellerweise Geld hatten und mit dieser Position auch zum Beispiel neue Unternehmungen gründen können, aber schon altes Geld da ist. Und dann gibt es natürlich Leute, die gerade in dieser digitalen Zeit, also Jungunternehmer, auch meistens Männer, wenn man sich das anschaut, junge Männer, die mit irgendwelchen Startups, man muss ja auch sagen, dass Jeff Bezos, ich glaube, er war Buchhändler ursprünglich oder irgend sowas. Also er kam ja nicht aus einer alten Geldfamilie. Ja? Sehen Sie einen Unterschied zwischen diesem alten Geld, das auch einhergeht, Sie haben jetzt gerade den Adel genannt, mit ehemals feudalen Strukturen, die sich halt in irgendeiner Art dann nach 1918 in Europa aufgelöst haben, aber natürlich, wir wissen, dass sie im Grunde auch noch irgendwo da sind. Und diesem neuen Geld von jemandem, der aus der Unterschicht oder Mittelschicht, wenn wir jetzt so soziologisch reden wollen, kommt und dann über so einen Reichtum verfügt. Ja. Und zwar geht das auf die Frage, dass man sagt sozusagen, Menschen mit Geld sind moralischer, ich weiß nicht warum diese Bilder, ja, erziehen ihre Kinder besser mit mehr Haltung und mit mehr Werten und so weiter. Also dem möchte ich sofort eine Absage erteilen, nur weil man reich ist, erzieht man nicht gut. Punkt. So, ja, wäre auch komisch. Und das andere ist, diese alte Geld-Neue-Geld-Sache kommt ja auch aus dem 19. Jahrhundert. Da hatte meine Familie neues Geld. Jetzt könnte man sagen, ich habe altes Geld. Auch es ist also nur eine Frage der Zeit. Kategoriefrage, wo man sich denkt, eigentlich wahnsinnig unnötig. Beziehungsweise, wenn man sich denkt, okay, wenn man es schon hat, wofür ist es da? Und es geht wieder um Abgrenzung, es geht wieder um Distanzierung. Und das ist ja aus einer Zeit, wo die Industrialisierung richtig Fahrt aufgenommen hat. Und der Neoliberalismus damit. Der natürlich auch. Mit dem wir immer noch konfrontiert sind. Genau, und das Bürgertum sich gesagt hat, wir sind die Tugendhaften und der Adel ist ja ganz korrumpiert und wir sind die Besseren und wir sind die Unternehmer und wir tragen die Gesellschaft, was Quatsch ist, so, jetzt habe ich es gesagt. Und die dann aber die ganzen Laster des Adels, weil sie nämlich dieses ganze Statusgehabe übernommen haben, mit übernommen haben und genauso korrumpiert sind und genauso verwerflich mit Geld umgehen, wie die, die sie ursprünglich kritisiert hatten, die mit ihrer Herrschaftsmacht nicht gut umgehen. Also das, ich habe ja Literatur studiert, zeigt sich ganz gut bei Gotthold Ephraim Lessing, Emilia Galotti. Das war ein bürgerliches Trauspiel, was die Bürger bekommen, die Hauptrolle, das kann ja gar nicht sein, das ist überhaupt nicht möglich. Und dann eine Frau obendrein, die da sehr prominent ist und der Adel ist der Böse, das geht ja gar nicht, also muss es eine Tragödie sein. Kann nicht gut enden. So, altes Geld, neues Geld, Abgrenzungskategorien, sich selbst abheben, sich selbst rechtfertigen und sich selbst berechtigen und sich selbst das Podest zimmern, weil man ist ja das Besondere, das Bessere. Und es macht sich in Wahrheit an nichts fest, als an einem Vergleich, den wir gar nicht bräuchten, weil wenn es allen gut ginge, ging es ja allen gut. Reichtum brauche ich also nur, um mich abheben zu können von einer Armut, die ich aber durch meinen Reichtum erschaffe. Mhm. Und wenn das so ist, wie Sie jetzt sagen, woher kommt dann diese Verachtung in den Kreisen der Reichen, Überreichen für die Armut? Ich bin ein Laie, was so psychologische Ansichten und so weiter angeht. Ich habe Ansichten gesagt, da zeigt sich alles, Theorien. Aber ich glaube, zumindest erkläre ich es mir so, wenn ich etwas sehe, das mich berühren könnte und Armut berührt mich, weil es macht mich betroffen, ich denke, oh Gott, dem armen Menschen geht es nicht gut, ich möchte helfen, ich muss vielleicht helfen, fühle mich vielleicht verpflichtet, warte, dem auch, oh je, meine, es werden immer mehr, das packe ich nicht, das ist mir zu viel. Und dann ziehe ich meine Mauern hoch, eine nach der anderen, ziehe sie höher, baue meine Zäune immer mehr, Schützengräben, was sie wollen.
und grenze mich ab. Und dann muss ich irgendwann überlegen, warum grenze ich mich nochmal ab von denen? Ich sehe die ja gar nicht mehr, weiß ja gar nicht mehr, wer das ist. Na, weil die sind schmutzig, die sind schlecht, die sind schlechter als ich. Darum, ich bin besser und ich muss mich beschützen davor, dass ich berührt werden könnte von denen so weit, dass ich denen helfe. Und da bin ich immer noch in der Machtfrage. Wenn ich helfe, bevormunde ich immer noch mein Gegenüber in der Art und Weise, wie ich Hilfe leiste. Ich könnte ja auch sagen, hier hast du. Und wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid. Und ich helfe dir, dass du dir selbst helfen kannst. Und hier hast du die Ressourcen, damit du es auch aufrechterhalten kannst. Weil ich brauche sie ja gar nicht. Die liegen ja nur im Konto. Das könnte man auch machen. Teilen, umverteilen nennt sich das. Und wir haben ein System entwickelt, ich finde es großartig, es heißt Steuerpolitik. Und es funktioniert. Nur momentan nicht, weil immer die gleichen in der Entscheidungsrolle sind und problematisch entscheiden, um es mal etwas dezent zu formulieren. Umverteilung passiert momentan von unten nach oben. Da gibt es unglaublich viele Studien, die das ausrechnen. Wie kann es sein, dass das nicht geändert wird? Das ist eine Frage des politischen Willens, oder? Frage der Demokratie. Das Ding nur, das heißt, wir sind alle gefragt. Das ist das, was an der Demokratie so schwierig ist. Es ist eine Zumutung, dass man sich jetzt aufrappeln muss, jeder und jede Einzelne mitzumachen, zu sagen, das lasse ich mir nicht gefallen. Und der Witz ist ja, sowohl in Österreich als auch in Deutschland wurde erhoben, dass 2/3 der Bevölkerung, 2/3, für eine Besteuerung von Vermögen sind. Das heißt, ich schließe mich der Mehrheit an, in Wahrheit, mache es mir sehr bequem. Ja? Wie kann es sein, dass wir es nicht haben? 2/3 Mehrheiten ändern auch Verfassungen. Nur mal so. Vermuten Sie, dass es ausgeht von den Reichen und Überreichen, dass diese Dinge, also zum Beispiel eine gerechte Besteuerung von Vermögen, nicht stattfindet? Ich glaube, dass es nicht so eine lineare Konsequenz ist, sondern eine Verstrickung von Strukturen. Und dass da viel hineinspielt und auch viel auf der Gefühlsebene passiert. Weil wenn man hineinkommt in diese Verkrustungen von Scham, von Schuld, von Selbstüberhöhung, Hybris, was weiß ich, das aufzubrechen bedeutet ja, selbstreflexiv und selbstkritisch zu sein. Das ist in der Regel schmerzhaft, unabhängig davon, wie reich man ist. Ich kenne wenige Menschen, die gerne sagen, okay, was mache ich alles falsch? Und wie falsch mache ich es? Und was heißt das? Und wer bin ich eigentlich? Und bin ich gut? Kann ich das sagen? Kann ich überhaupt behaupten, ich gebe mir genug Mühe? Es ist ja ein permanentes Bemühen in Wahrheit, haben wir auch vorhin sehr gut hören können, dass es immer wieder Rückfälle gibt, wenn man sich bemüht und dann fällt man zurück. Aber ich glaube, wenn diese Strukturen, die in den persönlichen Verfasstheiten drinnen sind, nicht aufgebrochen werden, dann werden sie im Außen nicht verändert, solange diese Personen weiterhin in der Machtposition sind. So, wenn wir jetzt also problematische Persönlichkeitsstrukturen in Machtpositionen haben und schwierige, konfliktreiche Beziehungsarbeit nicht gemacht wird, ist es schwierig, dass es sich niederschlägt in dem, was Politik ist, so wie ich Politik verstehe, nämlich dem Versuch einer Gesellschaft, sich selbst so zu ordnen, dass eine größtmögliche Anzahl an Personen teilhaben kann an dieser Ordnung und wie sie gestaltet wird. Das ist Beziehungsarbeit in Großformat, ist Gesellschaft so. Und wenn wir uns gefallen lassen, weil man kann leider nicht darauf hoffen, dass sie es von allein hinkriegen, dass Menschen in Machtpositionen Macht nicht hergeben, weil sie nicht verstehen, es ist entlastend, es ist schön, eine Person zu sein mit einer Stimme, der andere kann es auch. Ist okay, es braucht mich gar nicht so sehr. Das ist eigentlich Freiheit. Aber das hinzukriegen ist schwierig und ich glaube, bevor das nicht innen aufgebrochen wird, dauert es noch eine Weile. Dann können wir jetzt mal ganz konkret werden, Frau Engelhorn. Sie sagen, ich will jetzt gar nicht über die Zahlen sprechen, wie viel Ihre Großmutter jetzt besitzt, wie viele Milliarden oder Millionen oder was. Es ist eigentlich wurscht, es geht um das Grundprinzip. Sie haben erfahren von Ihrer Großmutter, du wirst mal, wenn du so und so alt bist oder wenn ich sterbe oder was immer da anders sein wird, das und das erben. Und dann haben Sie gesagt, nee, liebe Oma, das will ich nicht. Und dann haben Sie angefangen, mussten Sie ja schon vorher gedacht haben, dass Sie das nicht wollen vielleicht in der Art. Und dann haben Sie angefangen, sich wohin zu wenden, sich Kompagnons, Mitstreiterinnen zu suchen, sich vernetzt und entwickelt Ideen für sich selber, wie sie mit dem, was da auf sie zukommt, man kann ja ein Erbe grundsätzlich auch ablehnen, könnten sie ja auch machen, nur dann würde sich das grundsätzliche Problem ja nicht lösen, weil dann hätte ja wer anderer dieses Geld. Also sie haben sich dann überlegt, wie möchte ich das eigentlich haben? Und können Sie jetzt diesen Prozess noch mal kurz
uns nachvollziehbar machen, wie das gelaufen ist. Also es war einmal. Ich habe das erfahren und ich wollte mich gern freuen, weil wer erfährt schon, du erbst im zweistelligen Millionenbereich. Nicht mal im Lotto erfährt man das. So ist die Wahrscheinlichkeit. Und ich habe mich richtig geärgert. Ich habe mich richtig geärgert und dann habe ich mich geärgert übers Ärgern und dann war das wahnsinnig unnötig, aber sehr viel Ärger. Und habe mir gedacht, okay, all die Positionen, die ich habe zum Thema Gerechtigkeit, Sinn, wie sollte das gute Leben für alle ausschauen und solche Sachen. Ich bin jetzt eigentlich im Zugzwang. Also ich muss jetzt für mich persönlich zumindest zeigen, ich kann das konsequent durchziehen. Und was bedeutet diese Konsequenz? Allein komme ich gar nicht drauf und habe begonnen, mich auszutauschen mit anderen Menschen und begonnen zu hören, dass die gleichen Fragen haben wie ich. Andere Millionäre. Andere Millionäre, Millionärinnen, Menschen, die Zugang zu Vermögen haben, indirekt, zum Beispiel, weil es eine Familienstiftung gibt, wo man Einfluss nehmen kann, indem man Beziehungsarbeit mit denen leistet, die die Stiftung führen. Und auch Menschen mit Klassenprivilegien, die jetzt nicht unbedingt super reich sind, aber die Zugang zu jeder Institution haben, wenn sie wollen. Einfach weil der Name der richtige ist. Der Nachname spielt eine wichtige Rolle. Und wir haben begonnen, uns zu vernetzen und uns diese Fragen gemeinsam zu stellen und machen diese Arbeit nach wie vor und weiten das aus und laden alle Menschen, die Zugang zu Vermögen und oder Klassenprivilegien haben, ein, bei uns sozusagen mit uns gemeinsam sich auszutauschen, strukturell. Es gibt einen Leitfaden, wie man das machen kann. Es gibt ein Modell, das es seit 25 bis 30 Jahren circa, ich weiß es nicht genau, gibt in den USA, die heißen Resource Generation, also Ressourcengeneration. Und die machen wahnsinnig wichtige politische Bildungsarbeit, um genau diese inneren Strukturen anzutasten. Wie viel ist genug? Dass ich mir die Frage mal ehrlich stelle, gerade wenn ich so viel habe. Wie viel ist genug? In Zusammenhang mit, was ist das gute Leben für alle? Weil was für mich genug ist, müsste ja für alle auch genug sein, sonst nehme ich mir ein Privileg raus. Und wer darf das entscheiden? Wer entscheidet das für mich und wer entscheidet das für die anderen? Und es ist ein permanenter Reflexions- und Austauschprozess, um immer aktiv dann auch in eine konkrete Handlung zu kommen. Bei mir, ich habe einen Finanzkurs besucht, damit ich mich nicht ausboten lassen kann mit Finanzjargon von irgendwelchen BeraterInnen. Ich habe sämtliche BeraterInnen mal getroffen und auch SteuerberaterInnen getroffen. Von ihrer Familie, die BeraterInnen. In meiner Familie, genau, getroffen und mal gesprochen darüber, wie geht's denn, was ist denn das, wie läuft das und was will ich eigentlich? Und ich lerne und lerne und lerne und lerne und das hört nicht auf, es ist sehr viel Arbeit. Ich hoffe, irgendwann ist es gegessen. Und die Konsequenz, die für mich sich ergeben hat, ist, ich brauche den Austausch, das heißt, andere müssen mit mir sprechen, okay, da gibt's auch schon, das Parlament. Repräsentative Demokratie, wer hätte es gedacht? Das heißt, das gibt es schon, Umverteilung, da gibt es ein System, das heißt Steuerpolitik, die Machtfrage ist gelöst durch die Demokratie. Wieso kann ich nicht einfach Steuern zahlen? Das wäre doch super. Da werden die Institutionen gefördert, die wir alle brauchen, die Kindergärten, die Schulen, die Krankenhäuser, der Rechtsstaat, die Polizei. Und wenn man Mist baut im Staat, gibt es eine Institution, das sind die Medien, die schauen drauf. Und die hauen dem Staat ordentlich auf die Finger. Da sieht man sehr viel mehr, als was in der Privatwirtschaft nicht alles schiefläuft. Denen schaut man nicht so auf die Finger. Der böse Staat kauft die Waffen. Ja, und Glock hat einen Wahnsinnsgewinn gemacht. Wer kauft denn die Waffen? Von wem? Wer macht sie denn? Ist das nicht auch eine privatwirtschaftliche Frage? Warum bekommt der eine die Rüge und der andere nicht? Aber zurück zur Frage nur ganz kurz. Der Austausch findet statt und wir vernetzen uns immer weiter und versuchen, diese Fragen gemeinsam nicht jetzt zu lösen, letztgültig, sondern diese Beziehungsarbeit endlich zu leisten, zurück zur Gesellschaft, was aus der Gesellschaft kommt. Ich finde das extrem wichtig, ich weiß nicht, wie es unserem Publikum geht, dass Sie das Wort Beziehungsarbeit verwenden, dass es hier nicht geht um Effizienz und wie viel Prozent und ich weiß nicht was, sondern es ist etwas, und da kommen wir ja vielleicht auch zu der Sinnfrage, es hat etwas mit unserer Gemeinschaft zu tun. Ja? So. Wenn Sie, wie Sie sagen, 90% Ihres zu erwartenden Vermögens und das Erbe, das Sie antreten würden, wie Ihre Großmutter Ihnen das gesagt hat, wäre ja nur ein Teil dessen, was Sie zu erben haben. Wenn Sie die 90%, also über Versteuerung und andere Mechanismen in die Gesellschaft zurückführen werden, werden Sie trotzdem immer noch Millionärin sein?
Ich sage immer mindestens 90%, weil ich die genaue Summe nicht weiß. So viel Transparenz gibt es auch in meiner Familie nicht. Und ich weiß, dass ich das mindestens kann, locker. Idealerweise möchte ich gerne dafür sorgen, dass es alles wegkommt. Ich kann aber nur mit Summen arbeiten, die ich kenne. Das ist der Ort, wo ich auch an den Zahlen noch hänge. Vielleicht komme ich irgendwann drauf und merke, nein, man kann es auch einfach so machen und dann schau, wo du bleibst. Aber mein Lebenslauf kriegt gerade Lücken, deswegen weiß ich nicht, ob das intelligent ist. Aber können Sie denn dieses ganze Geld überhaupt über Steuern loswerden? Das war jetzt eigentlich meine Frage. Also selbst wenn Sie sagen, 90% gebe ich zurück ins System, sind Sie immer noch Millionärin. Und was müssten Sie dann tun, um dann das noch loszuwerden? Oder, also bleibt es an Ihnen kleben? Naja, das Ding ist, nach meiner Großmutter, ich erbe ja dann wieder, ich habe ja Eltern. Das hört ja nicht auf. Das ist ja furchtbar, oder? Was möchten Sie, Frau Engelhorn, liebe Marlene, was möchten Sie, was für Sie bleiben soll? Ich möchte für mich persönlich meine eigene Grundsicherung insofern gewährleisten, als ich nicht überlegen muss, ob ich ein Buch oder einen Kaffee kaufen kann. Das sind zwei Dinge, von denen ich nicht lassen kann. Alles darüber hinausgehend möchte ich gerne abgeben. Und in welchen Strukturen das möglich ist, ist etwas, woran ich gerade sehr viel arbeite, da mir der Staat nicht gestattet, einfach über die Steuer das Geld herzugeben an die Gesellschaft, wo es hingehört. Idealerweise hätten wir das. Ich bin im Austausch. Okay, also es ist ein Prozess, weil Sie sagen, ich will das Geld zurückgeben, wo es hingehört. Hingehört tut es deshalb in die Gesellschaft, weil, und da möchte ich Sie noch mal ganz kurz bitten, uns zu erzählen, A, wie überhaupt dieses Geld in die Familie kam und B, haben Sie ein Projekt und dieses Projekt heißt, ich lasse von Wissenschaftlern... Sollen wir darüber schweigen? Ein bisschen, ja. Okay, schade, das ist so. Ich kann was dazu sagen. Aber ja, gut, dann sagen Sie was dazu, bitte. Ich tausche mich mit ganz verschiedenen Expertinnen und Experten aus, wie man eine Struktur schaffen kann, die so funktioniert, dass, wie sagt man das jetzt unkompliziert, ich habe mit Expertinnen gesprochen, maximal randomisiert, also so, dass keine erlesene Auswahl meinerseits stattfindet, wer denn das Geld kriegt, weil ich will das nicht entscheiden müssen, wer bin ich zu entscheiden? Mit meinen Scheuklappen, ich habe wahrscheinlich gar nicht den Blick für das, was wichtig ist. So, und dann, wie kriege ich das hin? Und daher der Austausch, weil das ist eine Frage, ist keine Antwort. Dass Menschen das entscheiden nach demokratischen Prinzipien. Und dafür gibt es zum Beispiel partizipatorische Fördermodelle. Ein Beispiel, wo das schon gelebt wird, ist die Bewegungsstiftung, der ich viel verdanke, über die habe ich mich gut vernetzen können. Und so weiter und so fort. Auch bei der Guerilla Foundation bin ich ja aktiv und lerne dort. Und daraus was zu entwickeln, das Modellcharakter hat, wäre mir ein Anliegen. Ob es gelingt, steht in den Sternen. Sagen Sie kurz Guerilla Foundation, oder damit wir uns etwas vorstellen können. Ja, die Guerilla Foundation ist eine gemeinnützige GmbH, die Fördergelder verteilt nach einem partizipativen Modell. Das bedeutet nichts anderes, als dass es nicht einen Fördergeber gibt, der gönnerhaft sagt, du bekommst und du bekommst und du auch. Sondern die haben Kriterien, die sind transparent und klar gelistet. Es gibt keinen Stiftungsstock, das ist eine Art Kapital zu parken. Das bedeutet nichts anderes als, Geld liegt irgendwo herum und wird mehr. Und das, was mehr wird, das nimmt man und gibt her. Aber das, was rumliegt, bleibt gleich viel. Ist also geparkt. Und bei der Guerilla Foundation gibt es eine Zustiftung, die wird jedes Jahr erneuert. Und mit diesem Budget, das wird dann verteilt. Und das entscheiden mehrere Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen, die mit ihren unterschiedlichen Perspektiven das gleiche Problem oder die gleiche Frage oder das gleiche Projekt betrachten können. Und das ist ja auch so eine wunderbare Funktion der Demokratie, diese multiperspektivische Betrachtungsweise. Also alle möglichen Menschen kommen mit ihren Erfahrungswerten und schauen das Gleiche an und schauen es von allen möglichen Seiten an und sehen verschiedene Facetten und können das einbauen. Und nach dieser Idee funktioniert auch die Guerilla Foundation beim Fördern. Marlene, wie können wir Ihnen helfen? Gehen Sie wählen, tauschen Sie sich aus, mit mir auch bitte. Ich freue mich über das Gespräch, ich lerne am besten, indem man mit mir spricht und mir erzählt, weil ich sonst, ich kann nicht an meinen Scheuklappen alleine reiben, also ich kann innen reiben und es muss jemand kommen, der kommt und reibt außen, dass dieser ganze schwarze Stoff runterbröselt und dass ich rausschauen kann. Und
Ich würde mir persönlich wünschen, zu überlegen, wenn wir jetzt über Sinn nachdenken, wenn ich, ganz banal gesprochen, oder wenn ich einem anderen Menschen begegne, wie will ich denn gerne diese Begegnung erfahren? Und ist es mir wert, wenn ich mir das wünsche, in eine ähnliche Mühe hineinzustecken, in meine Art, diese Begegnung zu gestalten und das auf die demokratische und politische Ebene übertragen? Also beim Wählen überlegen, wähle ich jemanden, der es mir bequem macht und meine Kreativität abtötet, aber das merke ich nicht, weil es so bequem ist? Oder wähle ich jemanden, der mir auch mal was zumutet, aber der sich was traut und der verstanden hat, dass es unangenehm sein kann? Und mit wem tausche ich mich aus? Das würde ich mir wünschen. Wer darf entscheiden? Stellen Sie sich diese Frage bitte und stellen Sie sie einander und mir. Ich habe bei dieser Frage nach dem Sinn des Lebens, auch bei dem vorherigen Vortrag von Ariadne von Schirach, musste ich immer daran denken, wie mich das erschüttert hat, als wir so zugesehen haben, vor allem seit 2015 und immer noch zusehen, wie jeden Tag hunderte Menschen ertrinken, weil unsere politischen jetzt gerade Verantwortlichen sagen, sie kennen die Sprüche, ich muss sie nicht wiederholen, man muss sie auch nicht bewerben. Und ich mir gedacht habe, wenn wir andere Menschen sterben lassen, also auch der Gedanke, der da kam von Kierkegaard vorhin, wenn ich das erfahre, dass das, was passiert in der Welt, auch mir widerfahren könnte, ich ein Teil von dieser Erfahrung des Ertrinkens, des Versklavtwerdens, des Gequältwerdens, des Erniedrigtwerdens bin, dann ist das ja eigentlich ein Maßstab auch für eine politische Entscheidung. Dann werde ich nicht Menschen wählen, die sagen, um keinen Preis nehmen wir hier Flüchtlinge auf. Und dann frage ich mich natürlich auch, warum wählen aber andere diese Menschen, die sagen, um keinen Preis nehmen wir Flüchtlinge auf. Also das heißt, daraus ergibt sich ja, aus dieser Allverbundenheit ergeben sich ja, und über die sprechen Sie ja mit dem, was Sie vorhaben, da ergeben sich ganz konkrete politische Handlungsanweisungen. Meine Frage an Sie, Frau Engelhorn, ist, haben Sie das Gefühl, Ihr Leben ist, es ist vielleicht ein bisschen pathetisch, ich sage es trotzdem, haben Sie das Gefühl, Ihr Leben ist sinnvoller geworden, seit Sie das tun, was Sie tun? Nämlich sich informieren, mit anderen Leuten in Kontakt treten, informieren auch. Sie haben ja sehr viel Aufklärungsarbeit geleistet, auch in den letzten Monaten in den Medien. Und man hat Interesse auch daran, dass Sie es tun. Ja, man reißt sich nach Ihnen. Hat es Sinn gestiftet? Für die Auseinandersetzung mit dem Vermögen. Also ich habe davor mich auch sehr gerne ausgetauscht und zwar über Literatur vorwiegend und gelesen und zwar über Literatur vorwiegend und Literatur selbst, Gott sei Dank. Und dann kam das Vermögen und die Auseinandersetzung damit, ich kann es verdrängen oder ich nehme es an und ich gehe damit aktiv und bewusst um und ich bin konsequent in allem, was ich bisher gelernt habe und ziehe das durch, so gut ich es kann und so gut andere draufschauend mir helfen, das hinzukriegen. Insofern ja, weil Vermögen grundsätzlich in meinen Augen, also wir reden jetzt, Vermögen ist fast schon euphemistisch, Superreichtum, Überreichtum, ja, ist sinnlos. Es ist sinnlos, es bringt nichts, es bringt der Gesellschaft nichts, weil es andere benachteiligt, weil man kann sogar weitergehen, es zerstört Gesellschaft. Ja, es zerstört Gesellschaft, es zementiert Ausbeutungsstrukturen. Es ist sinnlos, wenn wir vom Leben ausgehen als etwas, das wir bewahren wollen. Wenn wir vom Leben ausgehen als etwas, das egal ist, dann ist es sehr sinnvoll. Aber ich glaube, dann erübrigt sich die Frage nach dem Sinn. Ich hatte vorher auch schon so meine sinnvollen Momente. Ich musste dafür nicht eine Erbankündigung bekommen. Aber es gibt schon auch Auseinandersetzungen, die ich schätze, die kommen mit dieser Beschäftigung und die ich für sinnvoll halte und die mich weiterbringen. Dann wünschen wir Ihnen viel Glück dabei. Ich mir auch. Dankeschön. Sich bedanken bei dem Publikum, in dem man nickt. Ich stünde mal auf und verbeugen uns. Setzen wir uns wieder an.
fürs Erste, nur fürs Erste. Ja? Lassen wir es damit bewenden. Ich bin sicher, Sie werden Marlene Engelhorn noch öfters begegnen in Ihrem zukünftigen Leben, medial oder physisch vor sich stehend. Und ich würde an Ihrer Stelle auch den Gesprächsfaden aufnehmen. Ich finde die Gespräche mit Marlene Engelhorn immer sehr interessant. Ich darf jetzt noch Danke sagen an Sie. Danke Ihnen und Ihnen allen. Ja. Und